Hallo ihr Lieben, so heute wieder mal aus der Küche. Wir haben ja jetzt das Fasten nächste Woche vor uns liegen und wollen jetzt mal ein paar Infos dazu geben, was man denn so Schönes essen kann in dieser Zeit. Wir machen gemeinsam eine Gemüsebrühe, aber wirklich nur die Brühe. Das schöne Gemüse leider nicht. Entweder gibst du es deiner Familie oder frierst es ein. So, was nehmen wir am besten für eine Gemüsebrühe? So typisch ist eigentlich Porree. Möhren, frische Petersilie, irgendein Kohl oder eine Rübe weiterhin. Du kannst auch Würsing nehmen, du kannst auch alles andere nehmen, was du an Gemüse noch da hast. Zwiebel macht sich immer ganz gut. Wie gesagt, auch Brokkoli oder Tomaten oder alles, was du noch findest, kannst du auch nehmen. Du musst jetzt nicht extra losrennen und genau das holen. Hauptsache Gemüse, frisch. Bereiten wir jetzt zu. Man kann auch gerne ein bisschen Ingwer und die Note mit Mark reinmachen, also ein bisschen scharf wird. Ansonsten, ja, mache ich mich jetzt erstmal ans Schnibbeln und dann geht's weiter. Schön großen Topf am besten gleich verwenden, da hast du für 2-3 Tage deine Suppe. So, dann hauen wir mal den Ofen hier an. Hätten wir schon machen können. So, ja, dann warten wir, dass es kurz aufkocht. Und dann runterdrehen und noch so ein bisschen 20 Minuten ziehen lassen ungefähr und dann entweder schon die erste Suppe heiß schlürfen oder dann halt im Kühlschrank für die nächsten Tage packen. Ja, dann warten wir mal und wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, es fängt an zu kochen. Da können wir jetzt hier runterregeln auf ganz leichte Temperatur. Und dann schön ein bisschen die Suppe ziehen lassen. So 20 Minuten kannst du sie stehen lassen. Wenn du natürlich schon in der Woche das machst, wo du fast zum Hunger hast, kannst du auch eher ran. Nein. Okay, dann lassen wir sie ziehen und dann probieren wir mal. So, schön durchgezogen. Also wie gesagt, nur die Brühe, deswegen habe ich hier schon mal ein Sieb und einen Topf aufgestellt. Dass wir jetzt das hier schön abschöpfen können, was da so reinfällt. So. Ja, das schöne, gute Gemüse musst du beiseite stellen in der Fastenwoche. Und da ist das schöne Gold, was du in deiner Fastenwoche genießen darfst. Eine schöne Brühe. Schön warm. Du wirst dich freuen in der Fastenwoche, wenn du dann vielleicht mittags oder abends dir eine schöne warme Brühe gönnen darfst. Kosten wir gleich mal. Schon sehe ich mal, ich vorbereite noch nichts mehr. Ja, neben deiner schönen Gemüsebrühe, die du gemacht hast, schöne Kräutertees, bitte alles ohne Zucker. Ja, ein bisschen Zitrone vielleicht mal als Geschmack mit rein oder Ingwer. Ist ja auch sehr gesund. Ja, ansonsten bitte alles verzichten, was irgendwie industriell ist. Alles natürlich machen. Bei Fragen ist unsere Fastenwoche, in der Fastenwoche ist unsere Fastengruppe für dich da oder auch so im Club und wir natürlich. Na, ich freue mich, wir schaffen das gemeinsam. Auf in die Fastenwoche. Dankeschön.